Okay. Puh, plus 200. Okay, wir kaufen ihn jetzt mal. So. Dann gehen wir mal in die Schule. Ich bin. Okay, Moment, Entschuldigung. Jetzt muss natürlich die Stimme passen. Mal einen Schluck trinken, warte mal. So, schon besser. Direktorin Büsetre. Oh, wenn man so lange Aufnahmen macht. Es ist immer so, momentan ist die Zeit ein bisschen knapp und da macht man dann auch mal längere Aufnahmen. Ich mache natürlich jetzt nicht einen Fehler wie beispielsweise Kron, der von fehlgeschlagenen 5 Stunden Aufnahmen. Ja, ne, aber trotzdem. Ich bin Biusetta, Direktorin der Zauberschule. Sagt mir, wer seid ihr und was ist der Grund eures Besuches? Mein Name ist Dad. Welche Art von Schule ist denn das? Nun, offensichtlich seid ihr nicht aus unseren Kreisen. Junge Mädchen aus Adelsfamilien werden in dieser Schule ausgebildet. Junge Mädchen aus Adelsfamilien? Yay, da kommen wir mal wieder meine berittenen Drachenreiter. Ja, genau, es gibt halt auch unberittene Drachenreiter. Ihr habt mir immer noch nicht gesagt, warum ihr hier seid. Was genau wollt ihr eigentlich wissen? Ich muss gehen, entschuldigt die Störung. Okay. Sonst gibt's also nichts weiter. Naja, gut. Schauen wir mal weiter. Hier war noch Heim des Priester-Inquisitors. Das Tor ist leider aber geschlossen. Ansonsten ist hier auch ziemlich dicht. Also nur die Sch Nein. Also nur die Schule und Mausers Laden hat geöffnet. Orden des Zwielichts. Oh, Bogenmeister. Okay. Dunkle Ritter. Rundumangriff. Sag mal, kann ich dann eigentlich rein zufälligerweise hier Truppen stationieren? Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Oh mein Gott, ist das geil. Okay, Drachenpfeile, die habe ich ja schon. Verfluchen habe ich auch schon. Kolossrufen auf der Weltkarte. Den, also, es geht gar nicht mehr. Momentan, für alle Menschen. Tja, jetzt ist die Überlegung. Würde ich sagen, lassen wir den mal hier. Und, die sind halt aber auch nett, ne? Das darf man nicht vergessen. Nee, komm, wir lassen die erstmal drin. Vielleicht verheizen wir sie ja einfach. Ja, wäre ja auch eine Möglichkeit. Und was braucht man hier? Zwei, ihr braucht ja 7500 Führerschaft für die, für den dritten schwarzen Drachen. Ich überlege jetzt gerade echt, ob ich die hier mal mitnehme oder was ich damit mache. Leo, Julia. Okay, Aufgaben haben sie momentan gerade keine. Wie viel kann ich von den Zauberern mitnehmen? 40 Stück. Ich habe ja irgendwo noch welche rumstehen. Aber nicht, dass es zu viele. Boah, Bogenschützen. Wie viel kann ich denn da? 202 Bogenschützen. Das eine Alternative wäre für. Okay, pass auf. Boah, ich bin jetzt gerade. Hier drüben gab es noch einen magischen Turm. Was haben wir hier drin? Oder ist er auch zu? Nee, der ist nicht zu. Und auch er hat noch mehr Zauberer. Geisterklinge Sch. Erhöhe die Anzahl, die gesamte Auflagen, die. Aha. Geisterklinge, eine Astralklinge trifft das Ziel. Und geht dabei einen Teil des körperlichen Widerstands. Okay, davon. Nee, kann ich nicht. Schriftrolle Seuche, Unsichtbarkeit, tief in Gedanken. Aha. Okay. Hallo? Wir werden jetzt mal Folgendes machen, würde ich sagen. Na, komm mit. So, 39 von. Okay, die sind auf jeden Fall nicht vollständig. Okay.
Okay, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir reisen jetzt mal durch die Welt. Als erstes gehen wir mal... Achso, halt, was machst du da? Als erstes gehen wir mal erstmal zurück zum Unterschlupf. Das wäre schon mal Nummer 1. So, dann... überlege ich jetzt gerade. So, zum Unterschlupf. Da haben wir schon ein paar Einheiten. Die hier könnten wir vielleicht mal entlassen. So, tschüss. Drachen wieder rein. Die Zeveri lassen wir mal hier. Was wir... okay. Ab nach... Wohin? Was war's? Monteville, genau, richtig. So, in Monteville, da lassen wir die Orks. Und... mindestens eine Vampireinheit. Dann holen wir uns Bogenschützen und die Zauberer. Zauberer habe ich ja ohnehin schon. Ich glaube sogar, die waren hier drüben in der anderen Burg in Monteville, wenn ich mich nicht irre. So, dann haben wir hier einmal das und das und lassen... Jetzt ist die Frage, welche lassen wir hier? Die haben halt 140, die haben halt einfach mehr. Ja, die haben halt einfach mehr. So, die hier, da lasse ich die Spottkobolde bei, die Vampire gehen mal nach oben. So, Camilla der Vampir, so, die hat nichts für uns. Und wir gehen mal eben runter, wir speichern mal an der Stelle, wir gehen mal runter. Und zur anderen Burg und schauen mal ganz kurz, da haben wir ja, glaube ich, noch Zauberer und ich glaube noch andere Sachen. Dann nehmen wir noch das mit, was wir mit auf die Inselburg nehmen können, was ja jetzt dann doch eher die menschlichen Einheiten sind. Genau, hier haben wir nämlich die Zauberer einmal und die dunklen Paladine, wobei die bringen uns erstmal nichts, aber egal. Warte mal, was haben denn... Sind hier Skelettbogenschützen? Ja, die haben aber nur... Wie viel kann ich von denen mitnehmen? 530. Okay. Ja, aber die haben eindeutig zu wenig Leben. Wenn da jemand rankommt, dann sieht's böse aus, würde ich meinen. So, ab nach Inselburg. Porten... Inselburg. Dankeschön. Puh, dann werden wir dort auf jeden Fall die Einheiten stationieren. Menschliche Natur. Wollen wir mal... Ich bin ja so... Naja. Ich bin ja ein bisschen für Ordnung, sage ich mal. Und deswegen wäre mir das ehrlich gesagt lieber, wenn wir das so machen. Dann weiß ich, die Vampire sind in Monteville, die Menschen sind in Inselburg und die Dämonen sind in Atrixus. Ab wo Atrixus, da müssen wir auch noch hin. Wir müssen unsere dämonischen Einheiten verstärken. Und ja, dann war es das eigentlich. Da müssen wir nur nochmal schauen, welche Einheiten wir jetzt mitnehmen wollen. Also bei den Zauberern bleibe ich auf alle Fälle, weil die Zauberer sind nett. Ich meine, sie haben 140 Leben. So, zack. Und, ach, sogar dunkle Paladine gibt es hier. 36. Ja, gut, wenn es so ist. Die nehme ich allerdings jetzt erstmal nicht mit. Habe ich hier noch was frei? Ja, habe ich. Dann nehme ich hier jetzt die Bogenschützen raus. So, dann haben wir eigentlich genug Fernkämpfer. Damit möchte ich jetzt mal versuchen zu kämpfen. So, die Zauberer, was haben denn die eigentlich? Das war ja das mit der Kampfstrength, Telekinese, Magieschild. Genau, Magieschild ist auf jeden Fall auch immer gut. Ja, das sieht schon mal sehr, sehr nett aus. Wir schauen mal in den Quests, wo wir jetzt stehen. Wir haben von insgesamt 9 Gefangenen haben wir 4. Das ist circa die Hälfte. Also die Hälfte haben wir geschafft. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Führe eine Metamorphose durch. Aber da war, glaube ich, noch nicht so weit. Stelle der Elfenadligen den Baron vor. Da weiß ich gerade gar nicht, wo das war. Nach Galenerim müssen wir auch noch irgendwie kommen. Unterschlupf. Ah, wir müssen, glaube ich, ohnehin in den Unterschlupf zurück. Und dann, okay.
Gut, perfekt. Dann machen wir das mal so. Also zuerst mal nochmal zum... nicht, was du für Wut machen kannst. Und auch nicht ausruhen. Zurück in den Unterschlupf. Und wir werden dann gleich mal sehen. So, dann haben wir einmal... Nein. Oh, es geht halt immer wieder schief. So, was hat Simon Reen? Wird wahrscheinlich nichts haben. Ah, okay, doch, er hätte was. Wie sieht denn die Quest aus mit den Widerständen? Guter Zweck, Wanderermagie. Warte mal, das ist doch jetzt aber wahrscheinlich auch nur... Achso. Moment, ich will mir die Widerstände. Hier ist das Geld, 80.000 Goldstücke. Den Helm des großen Gründers. Und wir nehmen jetzt mal... Untode, Dämonen, Orks... nehmen wir mal Untode. Welche Waren habt ihr anzubieten? Ja, nichts Neues vermute ich mal. Wie sieht's denn aus bei Carlo? Ist der mittlerweile fertig? Nein, ist er nicht. Das ist sehr schade. Oh, ich weiß, was wir noch machen können. Okay, nein, die hat auch nichts mehr. Die will auch nichts mehr. Wir können jetzt mal Folgendes machen. Wir lassen jetzt mal eine Einheit hier. Und, warte mal ganz kurz. Wir können es ja auch hier machen. So, sprechen. Okay, nein, will er nicht. Okay, die will auch nichts von uns. Gut, perfekt. Dann halt eben nicht. So, Smaragdeier. Verwendung. Wir nehmen jetzt mal, benutzen eines, ein grüner Smaragddrache und... nice. Der hat 800 Leben. Ziel einfangen, der Drache packt ein Ziel, das ihm im Abstand von einem freien Feld gegenübersteht. Er zieht das Ziel zu sich und richtet 130 bis 130 Punkte Schaden an. Gut, es ist klar, wie viel Schaden er da anrichtet. Die Einheit verursacht 50 bis 70 Magieschaden. Sie absorbiert magische Energie von allen Feinden in der Nähe und verwendet sie, um das Mana des Helden aufzufüllen. Wenn man jetzt mal, wenn man das jetzt mal Angriff 60, Verteidigung 69. Wenn man das jetzt mal mit denen vergleicht, sind sie tatsächlich nur minimal schlechter. Das ist cool. So, gut, perfekt. Dann natürlich, Held. Wir benutzen noch zwei... Wir benutzen noch zwei weitere und hätten damit unser Sammelsurium voll. Oh, ich habe nicht genug Zauberer. Was habe ich denn da gemacht? Hä, wie ist denn das jetzt passiert? Warum habe ich nur 36 von 40? Ah, da müssen wir tatsächlich wieder zurück... nach Inselburg. Ah, das ist nervig. Nein. Na gut. Wie auch immer. Hey, liebe Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal fürs Zusehen, auch in dieser Folge. Und es freut mich immer, wenn ihr Kommentare da lasst, wenn ihr mich wissen lasst, ob euch gefällt, was ich tue, oder ob es euch nicht gefällt. Das könnt ihr natürlich auf unterschiedliche Art und Weise machen. Mir wäre nur wichtig, dass ihr es tut, denn nur wenn ich weiß, was ich gut mache oder was ich nicht gut mache, kann ich halt eben das, was euch beispielsweise nicht gefällt, oh, und da ist es nochmal ein Gebäude, eben auch verbessern. Deswegen tut es und tut es mit Herzen. Was ist das? Schwertmeister. Nein, ich glaube, die brauche ich nicht. Und genauso wenig die Blünderer. Auf der anderen Seite, was haben denn die hier? Durchsuchen. Die Truppe durchsucht tote Kreaturen auf dem Feld, auf dem sie... Ja, okay, aber nein. Was hat denn der sonst noch hier zu verkaufen? Mana-Tränke, Heiltränke, okay, brauche ich nicht. So, hey, wieso? Ja, weil nicht mehr Zauberer zur Verfügung waren. Da habe ich nicht aufgepasst, da habe ich geschlafen. Yay. Naja, gut. So, dann nehmen wir halt eben hier noch welche raus. Solche, also ich habe jetzt Geisterklinge. Ich habe jetzt halt keinen Platz, ne? Was ich aber machen könnte ist, ich könnte mal von den Sachen, von denen ich nichts brauche, Magie, könnte ich vielleicht mal was,